Hi und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Meine Frisur sieht immer noch furchtbar aus und ich versuche immer noch hier irgendwie was hinzufummeln, dass es nicht so schlimm aussieht, aber vielleicht merkt es keiner. Ich merke gerade, wenn ich es nicht hätte gewollt, dass jemand es merkt, dann hätte ich einfach die Gosch schalten sollen. Wir überspielen das jetzt einfach ganz geschickt und tun so, als hätte ich nichts gesagt und ich erzähle euch jetzt was. Heute ist bei mir der 18. Januar 2021. Und am 18. Januar 1996 ist etwas Fabelhaftes passiert. Warum lachst du so? Du könntest auch mal ein bisschen netter sein und nicht so lachen. Glaube ich das? Jetzt fühle ich mich gerade sehr demotiviert. Also, du hast mich gerade sehr schwer verletzt, Mutter. Ja, schlimmer als wenn man von einer Dampfwalze getroffen wird. Damals gingen die Streitereien los. Nee, damals haben wir noch nicht gestritten. Damals, Da hat ja. es ein bisschen gekratzt, genau. Ich hab dich trotzdem gern. Ich dich auch. Ja. Ja, damals am selben Tag, also heute vor 25 Jahren, das sind echt 25 Jahre. Ja, Gott, bin ich eine alte Schabracke geworden. Oh, jetzt wo ich so drüber nachdenke, Gott, war ich mal jung. Oh, ich war mal so jung und knackig. Und da habt ihr mich sogar noch kennengelernt, als ich noch jünger und knackiger war. Und jetzt werde ich immer älter Oh und Gott, ich aber. bin wie so ein Salatkopf. Anfangs sieht es total toll aus und ist jung und knackig und frisch. Und jetzt hat man über mich ein Essig geschüttet und jetzt bin ich nur noch Lack. Ich merke Nicht gerade. täuschen jetzt. Doch, ich Entschuldigung, dass ich mal, wenn man sich sowas bewusst wird, ein bisschen in Selbstmitleid zergehe. Naja, auf jeden Fall, damals, vor vielen Jahren, haben meine Eltern mich nach Hause gebracht. Ja. Also, damals war es in ein Haus gebracht, aber inzwischen ist ja unser Zuhause. Unser Zuhause. Daheim. Wo wir wohnen. Und wo wir leben. Und wo wir so viele tolle Sachen erlebt haben. Und ja, und das war dann so, meine Eltern, die haben nicht mitgedacht. Ich würde jetzt gerne sagen, es überrascht mich, aber tut's nicht. Und haben damals so gedacht, in Brasilien war es 40 Grad heiß, weil da ist wenn für uns Winter ist, ist da Hochsommer. Und meine Eltern haben dann nicht nachgedacht, dass hier Winter ist und dann hatten wir alle viel zu dünne Kleidung an. Und hat Schnee gelegen und da. Minus 8 Grad. Es waren minus 8 Grad und draußen war es auch kalt und meine Mutter, der war es kalt und mein Vater war es kalt und mein Vater hat mich damals dann getragen und dann bin ich am Flughafen angekommen und da war dieses riesen Event, wo ganz viele Leute waren und Sing, Sang und Jubelei. Mehr oder weniger darf man auch nicht erwarten, wenn es um mich geht. Und schön dran ist, ich bin bis heute bescheiden geblieben. Ja, und dann hat mein Opi, also der Vater meines Vaters und meine Omi, haben mir einen süßen rosa Teddybären geschenkt. Den habe ich bis heute. Der ist bis heute bei mir in meinem Zimmer und ich weiß auch immer genau, wo der sein ist und wie überhaupt und alles. Und es war ja so, dass was meine Adoptionsgeschichte ist ja so ein Hoppla-Hopp-Ding. Also meine Mutter kriegt einen Anruf, es das heißt, man kann das Kind abholen. Dann mussten sie innerhalb von wie vielen Tagen hattet ihr Zeit? 5 Tage. 5 Tagen mussten sie in Brasilien sein und Ja, mit 3 Jahren Vorlauf, mit gell? 3 Jahren Vorlauf. Papierkram. Der Papier vom Papierkram, aber die Info, es geht ja jetzt nur um die Adoption. Ach so, ja. Das ging innerhalb von 5 Tagen und dann sollten sie ihr Kind im Arm halten. Und ja, das nennt man dann eine echte Blitzschwangerschaft, wie man so will. Weil Klassiker. meine Mutter hatte jetzt keine 9 Monate Vorbereitungszeit. Sie hat zwar 3 Jahre gewartet. Und witzigerweise, kurz nach meiner Geburt haben meine Eltern tatsächlich, ist echt total die funny Nummer, meine Eltern haben sich entschieden, ein Kind zu adoptieren und den Antrag zur Adoption haben sie, glaube ich, 1 oder 2 Wochen nach meiner Geburt eingereicht. Was voll witzig ist. Also, wir sind voll füreinander bestimmt gewesen.
Dann waren es aber nur 2,5 Jahre. Stimmt. Entschuldigt. Ja, und da haben sie sich entschieden, ein Kind zu adoptieren. Und dann kam dieser Anruf und sie sollten mich abholen. Und ja, dann musste es innerhalb von 5 Tagen, mussten sie Koffer packen, alles vorbereiten. Ich hatte noch nicht mal ein vorbereitetes Kinderzimmer. Entschuldigt, Schuhe. Kinderzimmer und ja, ich hatte auch keine Schuhe, damals auch nicht. Und dann ging es dann so weiter, dass meine Eltern im Flugzeug gesessen sind. Ich vermute, mein Vater hat irgendwas gegessen, meine Mutter wahrscheinlich eher nichts, weil die, wenn sie gestresst ist, isst nicht genug. Deswegen sah sie auch aus wie das Klapper. Also wirklich, ich sage euch keinen Witz, kennt ihr diese Haupt, den Haupt, die Hauptfigur von Nightmares on Christmas oder wie auch immer das heißt? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Mist. Das von Tim Burton halt, das mit den Weihnachten. Meine Mutter sah ohne Witz aus wie die Hauptfigur dann. Und da gibt es auch Fotos von ihr. Also, dass sie da überhaupt, die war so klapprig. Ja, das ist lang her, Mama, lang her. Ganz genagelt. Ja, und dann haben meine Eltern am 12. Dezember haben sie ein Kind in die Arme gedrückt bekommen. Wir verschweigen jetzt die anderen Sachen, okay? Wir erwähnen jetzt weder, dass ich dreckig war und gestunken habe bis zum Bimmel, noch erwähnen wir, dass ich Krätze hatte, noch erwähnen wir, dass ich Lambien hatte. Nein, das verschweigen wir jetzt einfach hier an diesem Punkt der Unterhaltung. Ja, meine Eltern haben mir als Begrüßungsgeschenk erstmal eine frische Windel angezogen. Und jetzt mal als ganz kleine Erwähnung. Und das ist ein Tipp fürs Leben, den ihr euch anmerken solltet. Wenn ihr jemanden das erste Mal trifft, geht ihm nicht gleich an die Windel. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Die wollten mir sofort an die Windel. Das glaubt man nicht. Wir haben noch nicht mal ein Wort miteinander gewechselt. Dann ist sie schon mir an die Windel gegangen. So was Übergriffiges, ne? Hey, weißt du was? Glaubst du, das kann ich unter dem Hashtag MeToo veröffentlichen. Ja, und dann sind wir da in einem Haus gewesen, wo eine Nonne war, die hieß Schwester Schilda, die dann meine Eltern auch oft noch mit denen Kontakt hatte und so. Leider ist die inzwischen verstorben. Sie möge in Frieden ruhen. Ja, und dann am 24. Dezember, da hatten meine Mutter und ich unseren magischen Moment. Das war, ist so irgendwie so für uns auch so ein ganz besonderer Tag und sehr besonders rührselig, weil damals war es so, dass meine Mom mit mir auf der Treppe vor dem Haus war, in dessen Nähe eine Tankstelle war, wo Leute randaliert haben und Steine geworfen haben. Und sie saß mit dem Kind alleine auf der Treppe bei Nacht und ich habe gebrüllt wie am Spieß, aber ich weiß nicht, irgendwie war das so der Moment, wenn ich zurückdenke, an den ich mich sogar noch erinnern kann, wo ich mir gedacht habe, ja, die Alte nimm ich. Die geht okay. Ja, und wann war dann die Adoption? 12. Januar. Ja, am 12. Januar, da war also bei der ersten Begegnung. Nein, 12. Dezember. Ach so, am 12. Monat später. Ja, am 12. Januar haben meine Eltern mich offiziell adoptiert und seitdem bin ich denn ihre Tochter. Zicke. Seitdem bin ich die Tochter meiner Eltern. Und ja, ich habe es keinen Tag bereut, wenn ich ehrlich bin. Weil. Schön für dich. Hier geht es um mich. Ja, und und das Witzige ist, ich werde immer mehr wie mein Vater. Das ist echt, also auch so von der Optik her. Ich sehe meinem Vater total ähnlich, was eigentlich gar nicht möglich ist. Also, wenn ich mit meinem Papa unterwegs bin, und ich zu dem Papa sage, guckt mich irgendwie keiner irgendwie fragend an. Und wenn ich Aber wenn ich nichts sage und ich mit Mom unterwegs bin, dann gucken mich immer die Leute so fragend an. Aber sobald ich den Mund aufmache, guckt dann keiner mehr fragend.
Weil ich habe das Mundwerk meiner Mutter und das Aussehen vom Vati. Tja, damit ist bewiesen, Gene sind nicht die Sache, die am wichtigsten sind, ist. Ich komme nach meinen Eltern, obwohl ich nicht einen einzigen Genstrang mit ihnen gemein habe. Wobei es witzig wäre, das mal überhaupt zum Gucken, ob wir vielleicht nicht doch genetisch verwandt sind. Weil mein Uropa väterlicherseits ist tatsächlich mal eine ganze Weile in Brasilien rumgerüpft. Er weiß, wen er da alles angesprungen hat. Sehr romantisch. Könnte sein, dass wir doch genetisch verwandter sind, als wir denken. Aber wenn dann wäre ich Papas Großtante, ne? Ja, also wenn Uropa Ja. theoretisch meine Oma geschwängert hätte, Ja. dann wäre ja Uropa. Die Stiefoma. Ja, dann wäre ich ja Papas. Hä? Nicht Stief. Dann Ach hätte so. ich ja heiraten müssen. Ja, stimmt. Denke ich weiter drüber nach. Das ist ja voll tricky. Aber dann wäre ich rein theoretisch, also Uropa ist der Opa, ist der Vater von meinem Opi, ne? Dann wäre Opi sozusagen mein Halbbruder, dann wäre ich Papas Halbtante. Genau. Na, siehst du, da hätten wir das ja doch geklärt Dann gekriegt. war ich halb jung. Ja, ich finde es auch nur halb so schlimm. Ach ja, bist ja eigentlich schon voll weird, ne? Naja, aber da machen wir öfters mal Witze drüber. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wäre das echt eine schräge Kombo. Da wäre ich die Tante meines Vaters. Das hat jetzt gerade irgendwie so voll den kreisrunden Genbaum im Moment. Aber wer weiß. So, wenn ich so ähnlich wie ich Papa sehe, muss da schon irgendwie was dran sein. Ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend. Wenn ich jetzt mir einen fetten Bart wachsen lassen würde, dann wäre ich echt wie mein Vater. Mir fällt gerade auf, wenn ich Papa immer sage, so hübsch ist er nicht, da disse ich mich ja eigentlich selber. Mist. Kommt mir jetzt gerade durch den Kopf. Ab jetzt lobe ich Papa mehr. Aber nur aus Eigenlobgründen. Ja, okay, dann war das jetzt das für diesen Teil. Dann erzähle ich euch nachher noch mal ein bisschen was anderes, nämlich von unseren ersten Tagen hier in Deutschland. Das können wir ja auch mal machen. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas kennt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Und ich meine jetzt nicht einen kreisrunden Genbaum, den meine ich jetzt nicht mit, kennt ihr das? Also bis gleich, ciao. Also für euch ist eine Woche, für mich ist gleich. Also bis dann, tschüss.